Hallo Leute, ich bin der Marc von ReiseZoom und heute geht es um das Thema 4K. Und zwar zum einen bei der Aufnahme und zum anderen bei der Ausgabe. Wenn du das erste Mal hier auf meinem Kanal bist, bei mir geht es hauptsächlich um Filmen und Fotografieren unterwegs. Ich versuche das mit tendenziell günstigen Methoden zu machen, also nicht die mega teuren Kameras zu haben. Und versuche auch mit wenig Gepäck auszukommen. Kompaktkameras, Smartphone, Schnitt und Bildbearbeitung auf dem Tablet und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, würde ich mich über ein Abo freuen, unten drunter einfach draufklicken und die Benachrichtigung anschalten, natürlich nicht vergessen. Aber legen wir los, es ging um 4K und ich habe gerade gesagt, Smartphone und sowas, ja. Das ist das Galaxy S7 und hier gehe ich jetzt mal in die Einstellungen rein, das kann nämlich ganz krasse Auflösungen darstellen, das kann HD 1280x27 ist nichts Großartiges. Full HD, ja, 1920x1080 ist schon ordentlich für so einen kleinen Bildschirm. Aber es kann auch WQHD 2560x1440 Pixel auf so einem kleinen Display. Und weißt du was? Wenn ich das Ding so halt, normaler Abstand, so ich muss ein bisschen drehen, dass du siehst, dann sehe ich zwischen HD, Full HD und WQHD praktisch keinen Unterschied. Und woher kommt es? Also lohnt sich dann Full HD überhaupt? Dazu kommen wir gleich. Gehen wir aber erstmal dazu über, ob sich Full HD bei der Aufnahme lohnt. Das kann das Telefon auch. Und ein ganz großer Vorteil ist, wenn du mit dem Telefon in Full HD, nee, falsch, in 4K filmst, aber in Full HD ausgibst, dann kannst du zoomen. Ich gucke jetzt mal darüber, da finden mich die Lumix LX15, die filmt in Full HD, das ist die einzige Kamera neben dem Smartphone, die das kann. Und guck, ich kann so hin und her zoomen oder kann solche Zoomfahrten machen, hin und zurück oder kann das Bild hin und her schieben. Und wenn ich eben in Full HD das Bild ausgebe, dann verliere ich überhaupt keine Auflösung, obwohl ich solche Spielereien mache. Klar, wenn ich es in 4K ausgebe, dann kann ich sowas nicht machen. Das ist genau das gleiche, wie wenn ich mit Full HD filmen würde und in Full HD das Bild ausgebe, dann kann ich solche Spielereien auch nicht machen. Aber in dem Fall 4K Film, Full HD Ausgabe, habe ich jede Menge Luft an Pixeln, um Sachen hin und her zu schieben und auch wenn die Kamera schief stand, dass ich es drehen kann und sowas, verliere ich keine Auflösung. Ganz im Gegenteil, die hohe Auflösung von 4K, die hilft mir sogar, dass ich in Full HD Filme trotzdem mehr Schärfe und Details habe. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil eigentlich ist eine Kamera ja auch nur ein Computer und man liest immer Full Pixel, Full Sensor Readout und Downsampling und was weiß ich was. Von daher müsste meinem Verständnis nach aus einer Kamera das Full HD, was rauskommt, genauso gut sein wie das 4K, das ich am Rechner auf Full HD runterrechne. Aber wer weiß, ja, keine Ahnung. Trotzdem, du hast Vorteile, wenn du in Full HD filmst und in 4K meine ich natürlich. Du hast Vorteile, wenn du in 4K filmst, sage ich ja beim Fotografieren immer, nimm die höchstmögliche Auflösung. Denn Speicherplatz ist heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Eigentlich. Seit ich so viel mit dem Tablet arbeite, ist Speicherplatz tatsächlich doch wieder ein Problem geworden für mich. Und weil ich eben viel in die Cloud sichern muss, ist auch Bandbreite ein Problem. Und da zieht 4K halt volle Kanone rein. Deshalb tendiere ich bei der Aufnahme momentan immer noch zu Full HD. Und wechsle jetzt aber darüber auf die EOS 200D. Die nimmt nämlich in Full HD auf und hat einen ganz großen Vorteil. Der Autofokus ist viel besser. Bei der Lumix da drüben, da musste ich manuell fokussieren und hier bei der Canon kann ich hingehen und kann ich weggehen und die versucht mich halbwegs scharf zu halten. Es funktioniert ziemlich gut. Denn was bringt mir die allerhöchste Auflösung, wenn das Bild nicht scharf ist, oder? Aber trotzdem, Aufnahme 4K schadet nicht, wenn du es bearbeiten kannst. Rechenleistung habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn du speichern kannst, wenn du es sichern kannst. Kommen wir aber zum anderen großen Thema Ausgabe. Ich habe ja gerade eben schon darüber geredet, welche Spielereien du alle machen kannst, wenn du in 4K filmst und wenn du in Full HD ausgibst. Und Full HD Ausgabe reicht locker aus. Denn hier, kommen wir nochmal zurück zu dem Ding. Ich sehe keinen Unterschied, ob das jetzt HD ist, also die 720er Auflösung oder die 1280er, je nachdem wie rum man es hält, oder ob es Full HD oder erst recht das WQHD ist, sehe ich so beim normalen Betrachtungsabstand so keinen Unterschied. Lass uns mal ein bisschen rechnen. Ich habe mein Rechengerät geholt mit Stift, denn wie gesagt, jetzt wird ein bisschen gerechnet. Aber erstmal zur Grundlage dieses Rechnens. Bei Wikipedia und auch bei anderen Seiten steht so
Das menschliche Auge hat eine Auflösung von plus minus einer Winkelminute. Wie viel das jetzt in Pixel sind, rechnen wir gleich aus. Am schärfsten, steht auch noch hier bei Wikipedia, hier oben, am schärfsten ist das Auge bei einem Abstand von 25 cm. Das hier halte ich schon ein bisschen weiter weg. Also würde ich es näher ranhalten, würde ich vielleicht die Unterschiede sehen, aber es geht ja im normalen Betrachtungsabstand. Also rechnen wir einfach mal. Und zwar, unser Auge, machen wir da mal einen Kreis oder ein Ei, von mir aus auch, mit einem Radius von 25 cm. 2,5 cm. So. Das war das letzte Mal, dass wir jetzt mit Zentimeter rechnen oder überhaupt jetzt über Zentimeter sprechen, weil schlussendlich geht alles um PPI, Pixel per Inch. Deshalb rechnen wir diese 25 cm in Inches um. Das habe ich schon gemacht. 25 cm sind 9,84 Inch. Und jetzt wollen wir ja wissen, wie viel diese Dinger hier, wie viel Inch das sind. Oder wie viel Inch eine Winkelminute hier hat. Können wir jetzt ganz einfach den Radius 9,84, rechnen wir den Umfang aus. Dazu gibt es auch einen schönen Rechner hier, einen Durchmesserrechner. Guck, hier habe ich schon eingegeben, 9,84, der Umfang ist 61,827, also sagen wir 62, ist einfacher. Also machen wir hier einfach Umfang, ist gleich 6,2 Inch. Sorry für meine Handschrift, ich mache das so selten. Daraus wird er die Winkelminute errechnen, wäre dann einfach 6,2 geteilt durch 360. 360 meine ich, das wäre 1 Grad. Und dann das nochmal durch 60, um auf die Winkelminute zu kommen. Das geben wir einfach hier irgendwo in Chrome ein. 62 geteilt durch 360 geteilt durch 60 ergibt 0,00287, also 0,0029. So genau sind wir ja nicht. 0,0029. Also eine Winkelminute in 25 cm Abstand hat die Größe von 0,0029 Inch. Das können wir noch erkennen. Alles, was kleiner ist, können wir nicht mehr erkennen, wenn wir die Augen haben, laut Wikipedia oder auch anderen Quellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch muss die Auflösung meines Handys sein, wenn ich keine Pixel mehr sehen will. Da können wir jetzt ja ganz einfach mal messen, wie groß das Handy ist. Die Länge hier, machen wir einfach, das sind ungefähr 11 cm, habe ich jetzt hier kurz gemessen. Zentimeter müssen wir umrechnen in Inch. Das können wir hier machen, indem wir diesen Inch-Rechner nehmen. Und wir sind dann 4,33 Inch ist das Display von meinem Handy lang. Also 4,33 Inches ist das Handy lang. Und das teilen wir jetzt einfach geteilt durch 0,0029. Geben wir wieder hier ein. Und kommen auf 1493. Das ist die Anzahl der Pixel, die wir da brauchen. 1493. So, das ist jetzt höher als das HD mit 1280. Aber ich habe ja schon gesagt, ich gucke das, mein Handy, sagen wir es so, näher, alles andere wird anstrengend. Das ist so die richtige Entfernung hier. Jetzt messen wir, welche Entfernung gucke ich hier so. So, ne? Wo sind wir? Bei 35 cm sind wir. Wieder Zentimeter, naja, gut, okay. Inch ist das Minimum, was wir noch erkennen können bei 35 cm Abstand. Und jetzt müssen wir einfach diese 4,33 wieder durch 0,004 teilen. Das ist gleich, die 4,33 war die Länge meines Displays. Sind 1082, also deutlich weniger als Full HD. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, dass hier normales HD reicht. Ich habe das auch mit dem iPad ausgerechnet. Ich habe es mit unserem riesengroßen Fernseher, der gar nicht so groß ist für 2018er Verhältnisse, aber ich habe es mit unserem Fernseher ausprobiert.
Da ist nämlich auch so, wenn ich auf der Couch liege, erkenne ich keinen Unterschied zwischen einem 720er Bild oder einem 1080er Bild. Wozu brauche ich dann 4K-Fernseher? Also du siehst, 4K bei der Ausgabe ist eigentlich Quatsch. Wenn man den normalen Betrachtungsabstand zugrunde legt, dann ist das Quatsch. Außer du willst natürlich irgendwie in so einem Virtual Reality Ding, wo du drin stehst oder eben mit Brille oder wie auch immer. Aber für normale Ausgabe, normale Filme auf YouTube im Fernsehen reicht Full HD locker aus, weil das menschliche Auge einfach nicht höher auflöst. Und deshalb bleibe ich bei Full HD, auch bei der Aufnahme, weil wir auch jetzt hier mit der Canon der Fokus wichtiger ist als da drüben mit der Lumix, der nicht Fokus, sondern der das Bild. Ich hätte es gern, 4K, aber erstmal nicht. Nee. Was meinst du? Ich freue mich auf deinen Kommentar und ich habe es ja schon mal gesagt, du kannst meinen Kanal abonnieren. Und hier schlägt dir YouTube irgendein anderes Video vor. Zum Thema 4K habe ich ja sonst irgendwie nichts. Wie auch immer, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.